Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Und hier ist die Tele DMW Wocheninfo. Herzlich willkommen zur 84. Ausgabe der Wocheninfo des Remscheider Fernsehens Tele DMW. Mein Name ist Michael Westkamp und ich habe für Sie die Sensationsmeldungen der vergangenen Woche bis einschließlich Sonntag, dem 15. Mai 2011. Ein Skoda-Fahrer kam am Sonntag, dem 15. Mai 2011 gegen 4.27 Uhr im Kurvenverlauf von der Einbahnstraße am Hagen zur Birkenstraße aus geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der alkoholisierte 42-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Er musste die Beamten aber anschließend zwecks Blutprobenentnahme auf die Wache begleiten. Sein Führerschein verblieb ebenfalls bei der Polizei. Der Reifenstecher von Solingen wurde in der dritten Aktionsnacht am Dienstag, den 10. Mai 2011, in der Solinger Beckmannstraße auf frischer Tat von der Polizei erwischt. Der 35-jährige Schreiner hatte zwei Messer dabei und bisher über 120 Autos beschädigt. Er kam in die Psychiatrie. Am Samstag, den 14. Mai 2011, belegte Deutschland den 10. Platz beim Grand Prix Eurovision de la Chanson. Sieger wurde in Düsseldorf Aserbaidschan mit 221 Punkten vor Italien und Schweden. Der FC Remscheid hat am Sonntag, dem 15. Mai, auswärtig gespielt. Er hat den Gegner TSV Eller 04 mit 5:1 geschlagen. Remscheid steht wieder auf Platz 4. Im Anschluss dieser Nachrichten sehen Sie einen interessanten Film über ein Handballspiel in der Neuenkamper Halle. Schönen Dank fürs Zuschauen. Schalten Sie auch nächste Woche wieder Ihr Remscheider Fernsehen Tele DMW ein. Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Massenandrang an der Neuenkamper Sporthalle. Die Parkplätze reichen nicht aus. Man hat sich beim Knappstein den Parkplatz noch dazu öffnen lassen, damit auch jeder Besucher, auch der Spielgegner aus Gummersbach, noch Platz findet. Verzweifelt sucht man den Eingang. In der Schulzeit war doch hier immer der Sporthalleneingang, aber der ist jetzt verboten. Man muss ganz schön außenrum laufen, bis man auf einen Toilettenwald stößt. Aber daran muss man auch denken bei so vielen Besuchern als Veranstalter. Neben dem Würstchenstand am Haupteingang steht der Moderator vom Remscheider Fernsehen. Herzlich willkommen an der Sporthalle Neuenkamp. Hier geht es nicht um Schulsport heute, hier geht es um ein richtiges Handballspiel. Heute spielt die HG Remscheid gegen den VfL Gummersbach. Es ist Saisonende, das letzte und entscheidende Spiel geht heute darum, ob man von der vierten Oberliga in die dritte Liga aufsteigt. Und hier ist ordentlich was los. Wir werden uns das Spiel mal anschauen und gucken, was da los ist. Kommen Sie da einfach mit. Ich als Laie habe mir erstmal eine tolle Broschüre geholt, damit ich weiß, wie die Mannschaft überhaupt aussieht. Und suche jetzt diese Mannschaft in der Kabine. Aber da sind sie nicht. Aber ich kann sie schon hören. Wenige Sekunden vor ihrem Auftritt stehen sie hinter der Hallentür und glauben noch an einen Sieg. Sie hetzen sich gegen den Gegner auf. Sie wollen ihn fertig machen, aber sie wissen nicht, was gleich passieren wird. Und so sieht das aus, wenn man als Handballer in die Sporthalle kommt.
Ein riesiges Publikum wartet schon lange auf sie. Treue Anhänger des Vereins machen riesigen Krach, natürlich auch die Gegner. Es muss ein herrliches Gefühl sein, als Spieler in so eine Halle zu kommen. Und die Zuschauer machen Krach, sie bringen sogar riesige Trommeln mit und freuen sich auf sie. Na, dann muss man ja auch losspielen, oder? Nach einer kurzen Startzeremonie geht es dann zur Sache. Hätte der HG Remscheid je gewusst, dass er in diesem Spiel niemals die Führung übernehmen wird? Ein trauriger Fall. Es gab nur zweimal ein Unentschieden auf der Anzeigentafel. Schon nach 28 Sekunden saß das erste Tor vom VfL Gummersbach reingewirkt. Der Torwart Carsten Mundhenk hatte eine Menge zu tun in diesem Spiel. Und man sieht ihn seinen Frust unheimlich an. Scheinbar waren sehr viele Gummersbacher im Publikum. Die freuten sich nämlich, weil ein Tor nach dem anderen fiel für die Gummersbacher Mannschaft. Und das ist natürlich kein schöner Anblick. Und schon wieder knallt es ins Remscheider Tor. Furchtbar! Aber die Remscheider gaben nicht auf. Sie nutzten die Gelegenheit bei Freiwürfen. Denn wenn was passiert, gibt's ja einen Freiwurf. Und das sieht auch der Schiedsrichter so. Und da sind die Remscheider gut drin. Freiwurf, ja, das heißt Peng! Und der Ausgleich zu einem 3:3 war wieder da. Jetzt könnte man natürlich glauben, die Remscheider sollen sich ordentlich Freiwürfe besorgen. Aber das kann auch in die Hose gehen. Denn die gelbe Karte gibt's für Jan Oberdick und der ist leider nicht von der gegnerischen Mannschaft. Das Gute an der Geschichte ist, die gegnerische Mannschaft trifft das Tor bei einem Freiwurf nicht. Da haben die nicht so viel Übung wie die Remscheider. Oftmals sah man auf der Anzeigentafel, dass der Gegner den doppelten Spielstand von uns hatte. Und es gab eine Stelle in der Sporthalle, wo jeder auf die Fresse fliegt. Und zwar nicht nur einer, sogar zwei auf einmal. Dabei tut man sich natürlich unheimlich weh. Aber es dauerte unheimlich lange, bis das unabhängige Komitee, was in der Mitte der Sporthalle sitzt, mal etwas dagegen unternahm. Möcht mal wissen, was die Herren alles so zu schreiben haben. Jedenfalls können sie da mit dem Apparat scheinbar die Anzeigetafel an der Wand bewegen. Darf ich Ihnen mal den Trainer von Gummersbach vorstellen? In der 24. Minute warf einer so sehr neben das Tor, dass der Ball ins Publikum rollte. Und die Ballabwurfmaschine hat sehr verzögert wieder abgeschmissen. Und weiter geht's mit Fäusten. Und das bedeutet, dass die zweite gelbe Karte an Lars Oberdick geht. Also er muss jetzt wirklich auf sich aufpassen. Das hat aber auch noch andere Konsequenzen. Schließlich gibt es jetzt für den Gegner einen Freiwurf. Und die eigene Mannschaft guckt verärgert und frustriert gespannt zu, was die Gummersbacher daraus machen. Und das sieht nicht gut aus. In der Halbzeit stand es 6:16 gegen den HG Remscheid. Wie werden sie diesmal in die Halle stürmen? Das sieht aus wie ein Trauermarsch. Ja, bin ich denn hier auf einer Beerdigung? Keiner jubelt, keiner spornt sich hier an. Und sie wissen auch noch nicht, was ihnen jetzt blüht. Das war erst die erste Halbzeit, wo das Chaos losging. In der zweiten Halbzeit wird es noch schlimmer. Schon nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit steht es 11:23. Nach weiteren 4 Minuten 13:26. Und dann kommt mal wieder ein Tor für Remscheid. Und das löst folgenden Fehler bei Gummersbach aus. Der Trainer holt ihn einfach mal zwischendurch aus dem Tor.
Und das waren 45 Sekunden ohne Torwart. Und da hätte man doch von Weitem in das Tor schmeißen können. Gummersbach hat zurzeit keinen Torwart. Und da der Torwart das nicht ganz verstanden hat, was der Trainer erzählt hat, legt er noch mal ein paar Sekunden drauf und lässt sich das von jemand anders erklären. Und das Spiel geht die ganze Zeit weiter. Das Tor ist frei und keiner merkt es da hinten. Einfach nicht zu fassen. Aber mit ein bisschen Blöffen kriegt man natürlich auch ein Tor rein. Ich komme nochmal zurück auf die Situation von jetzt eben. Da gibt es doch eine Stelle in der Halle, wo alle auf die Schnauze fallen. So kann man es wirklich wörtlich sehen. Hier liegt schon wieder einer. An derselben Stelle hat sich schon wieder jemand wehgetan. Und irgendwann ist das Maß voll. Da sagt das Komitee, jetzt kommt die Putzfrau und muss da mal sauber machen. Also achten Sie jetzt links im Bild darauf, dass da jemand mit dem Schrubber ankommt und die Stelle nochmal nachgeht. Sehen Sie mal. Wunderbar. Ob die Frau auch gut geputzt hat, wird direkt mal ausprobiert von einem Gummersbacher. Oh wei, das hat nichts gebracht. In den letzten 10 Minuten gab es nochmal einen Freiwurf für Remscheid, ausgeführt von Tim Schröder. Holt ihr uns den nächsten Punkt, damit wir nicht so hoch verlieren? Nein! Er trifft den Pfosten! Es kann doch nicht wahr sein. Dafür werden Remscheider von den Gegnern geschubst. Das gibt's nicht. Der absolute Endstand. Remscheid hat 21 zu 36 haushoch verloren und steigt nicht auf in die dritte Liga. Darüber freuen sich natürlich die Gummersbacher und lassen hier die Post abgehen. Die benehmen sich wie kleine Kinder. Hier geht die Luzi ab. Feiern Sie ein bisschen mit, auch wenn Sie nicht zu Gummersbach halten, denn Stimmung muss sein. Genau wie hier beim Remscheider Fernsehen. Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMW. Bis nächste Woche.